Am 3. Juni wurde auf dem Gelände der Ablasser Obstgarten GmbH feierlich die diesjährige Erdbeersaison eröffnet. Von der etwa 200 Hektar großen Plantage werden rund 18 Hektar für die Erwirtschaftung der beliebten roten Früchte genutzt. Auch verschiedene Sorten von Äpfeln, Birnen und Pflaumen wachsen vor Ort. Die Regionalität, welche im Zuge von Corona besonders an Bedeutung gewann, ist ein ausschlaggebendes Argument für die Obstland AG. Das Obstland oder die Obstland AG ist eines der Hauptversorger mit für unsere Region. Und regional spielt nach dieser Corona-Zeit eine Riesenrolle. Man merkt es in den Märkten, es wird immer wieder nachgefragt in den Hofläden hier von der Obstland AG, dass natürlich da immer wieder gefragt wird nach den Sorten, die hier angebaut werden, nicht die irgendwann mal weit über die Autobahn hierher gefahren werden und dann vermarktet werden. Hier ist es frisch und das sieht man an den Erdbeeren, die wir heute sozusagen das erste Mal ernten wollen oder wo die Saison eröffnet wird, dass das natürlich direkt vom Strauch, von der Pflanze hierher kommt. Das Wetter ist im Gegensatz zu den vergangenen Jahren vielversprechend. Das Ausbleiben von Spätfrösten oder andauernden Dürreperioden ermöglicht den Früchten einen langsamen Reifeprozess. Dieser spiegelt sich vor allem in der guten Qualität wider. Doch Qualität allein überzeugt so manchen Verbraucher leider nicht. Der quantitative Bedarf an Obst sorgt für eine nicht annähernd ausreichende Abdeckung des landeseigenen Konsums. Ja, Anfang Mai hatten wir den Selbstversorgungsüberschreitungstag für Obst. Also wir haben bereits theoretisch so viel Obst konsumiert in Sachsen und in Deutschland, wie wir selber gar nicht mehr produzieren. Und insofern haben wir da echt was nachzuholen mit unserem Selbstversorgungsgrad. Ökologie, Biodiversität und Nachhaltigkeit gewinnen zunehmend an Relevanz. Diesen Aspekten kommt die Obstland AG mit ihren insgesamt 11 Tochterfirmen nach. Kurze Transportwege und Rotationsbewirtschaftung der Felder gehören dabei zum Konzept. Unterschiedliche Produktionsvorgaben stellen die regionalen Anbieter dennoch vor einen starken Konkurrenzkampf, besonders zu ausländischen Firmen. Und genau das ist auch ein Ziel, was uns mit Sicherheit hier alle verbindet, was auch, ich sage jetzt mal, für Landespolitik uns halt verbindet, dass wir hier auch genauso wie wir seit Jahrhunderten hier produzieren, dass wir jetzt auch daran arbeiten, dass das genauso auch in den nächsten Jahrhunderten hier stattfinden kann. Und dass es hier auch gesicherte Einkommensmöglichkeiten gibt für alle, die in dieser Branche arbeiten. Und dazu muss man sich aber eben den jetzt aktuellen Herausforderungen stellen, so wie man sich in der Vergangenheit den anderen auch stellen musste. Ne? Und da haben wir einmal, Sie haben es schon angesprochen, Sie stehen im harten Konkurrenzkampf auch zu Produzenten aus anderen Ländern mit manchmal ähnlichen Produktionsbedingungen, manchmal aber auch anderen, ne? Was immer Folgen hat. Da sind natürlich auch die Fragen von Logistik, Transport, ne? Was in der Vergangenheit eine relativ geringe Rolle gespielt hat, auch für Preise. Das ist etwas, was sich mit CO2-Bepreisung ändern wird. Das kann aber eben auch eine Chance sein für Regionalität an Anbieter. Und vor allen Dingen ist es eine Riesenchance, weil das Bewusstsein auch in der Bevölkerung gestiegen ist. Die anlaufende Erdbeersaison lockt neben dem bloßen Erwerb der Früchte unter anderem mit Radtouren durch die Plantagen der Obstland AG oder Eigenernteangeboten für die Kunden. So kann man den regionalen Weg der Erdbeere ein Stück weit selbst begleiten und erleben.